herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Schubi Sommertalk. In diesem dritten Jahr geht es auch um Geld. Warum um Geld? Also, ja, Geld ist schön, wenn man es hat. Und total doof, wenn man es nicht hat. Und manchmal kennst du vielleicht diesen Spruch, das Geld ist nie weg, es hat nur ein anderer. Und wenn dieser andere das Finanzamt ist, haben wir es immer nicht so lustig. Obwohl, genau dort landet unser Geld, damit es in die Gemeinschaft zurückfließen kann. So jedenfalls der Gedanke. Und wir kommen auch nicht raus aus der Nummer. Egal in welchem Land wir jetzt sind, Steuern gehören dazu. Als Angestellte hätten wir sie ja auch. Und wie wir es uns leichter machen können und wie es sein kann, dass es Menschen gibt, die mit Leidenschaft andere Menschen dabei unterstützen, mit Freude und Leichtigkeit ihre Buchhaltung in den Griff zu kriegen und gerne das zu machen und zwar im richtigen Zeitpunkt oder auch zu entscheiden, ey, es geht überhaupt nicht an mich, mach. Da habe ich heute Florian, den langhaarigen Buchhalter, an meiner Seite. Und wir reden über Geld, wir reden über Buchhaltung und wir reden über Branding. Branding in einer Zeit, wo Berufsfelder sich massiv verändern und Altes so nicht mehr funktioniert. Herzlich willkommen, Florian. Magst du gerade mal zwei Sätze selbst zu dir sagen? Gerne. Hallo und willkommen auch zu diesem Video oder diesem Interview. Vielen Dank, Anke, für die tolle Einladung auf jeden Fall. Ja, mein Name ist Florian, ich bin der langhaarige Buchhalter, bin liebender Ehemann und Vater von zwei kleinen Töchtern, zwei wundervollen und ja, habe mir das Thema Buchhaltung und Steuern und alles, was so drumherum ist, natürlich zur Leidenschaft gemacht. Ja, und wenn ich jetzt so runter gucke, dann habe ich mein Pad hier drunter stehen unter meiner Kamera, um zu schauen, wenn ihr, die ihr live dabei seid, herzlich willkommen und schreibt, ich hoffe, ich kann es sehen. Ansonsten bitte schreiben, wenn ich es nicht sehen kann oder auch Florian nicht sehen kann und wir es nicht beantworten. Im Nachgang beantworten wir alles. Ja, Florian. Gerne. Du bist Mann, du bist in einem Beruf, jedenfalls wenn ich Buchhaltung mir angucke, was ein typischer Frauenberuf war. Wie bist du auf die Idee gekommen, Buchhalter zu werden? Ich glaube, das ist mir so ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Also meine Mutter ist selbstständige Steuerberaterin, hat die Kanzlei in München aufgemacht mit dem Zeitpunkt, wo ich geboren wurde, hat sich da selbstständig gemacht. Und so war natürlich dieses Thema Buchhaltung, dieses Thema Steuern immer bei uns oder bei mir immer up to date und ja, war immer dabei. Und so lag es dann irgendwie nahe, dass man auch immer immer was mitbekommen hat von der eigenen Kanzlei. Die war auch im eigenen Elternhaus sozusagen. Und da lag es, glaube ich, nahe, dass mir das irgendwie schon so von Grund auf in die Wiege gelegt wurde. Mir hat es auch in der Schule schon immer Spaß gemacht. Thema Rechnungswesen. Mit Mathe konnte ich nicht so viel anfangen, aber Rechnungswesen, Buch, das war immer schon so meine Welt. Florian, ich habe jetzt eben gehört, ne, klar, deine Mutter, die Steuerberaterin, die hat dich da schon als Kind geprägt. Rechnungswesen war schon immer dein Ding, im Gegensatz zu Mathe. Bei mir übrigens umgekehrt. Ich fand Mathe immer richtig klasse, aber alles, was mit Rechnen zu tun hatte, ein bisschen nicht langweilig, nicht unnötig, sondern man musste da so ganz anders drauf gucken. Und das sorgte dafür, dass ich in der Schule natürlich und auch im Studium in Buchhaltung, Steuern immer super gute Noten hatte, aber null Leidenschaft drin. Und bei dir war das so, dass du sehr früh deine Leidenschaften auch dafür dann bewahrt hast, gell? Genau, also natürlich, wie man dann Rechnungswesen in der Schule hatte und so weiter, ging das natürlich auch da. Da hat man ja noch kontiert, auf Belegen kontiert, war ja ganz andere Zeit, als es heute mit der ganzen Digitalisierung ist. Ich weiß, damals meine Mutter, die hatte von der DATEV den ersten Olivetti-Computer, da hatten wir so große Disketten noch, wo alle Programme drauf waren. Also es war einfach eine ganz andere Zeit natürlich und
als es jetzt mit der ganzen Technik, mit der ganzen künstlichen Intelligenz, die so immer weiter voranschreitet, wie es halt jetzt ist. Aber nichtsdestotrotz, der Beruf macht oder der Bereich macht trotzdem Spaß. Und es wird ja immer gesagt, dass man nur mit Zahlen was zu tun hat, aber das stimmt eben gar nicht. Man hat so viel mit Menschen zu tun und man kann ihnen eben auch so positiv weiterhelfen und ihnen so, ja, den Erfolg bringen, sage ich jetzt mal, dass es auf jeden Fall schön ist, da auch der Kontakt mit den Kontakt mit Menschen zu haben. Was waren denn so deine schönsten Begegnungen mit Menschen in diesem Zusammenhang? Also es ist halt immer schön, wenn man, ich berate ja auch sehr viele Existenzgründer, wenn die einfach kommen, im Vorfeld auch kommen und sagen, hey, ich habe davon wenig Ahnung, wie strukturiere ich denn die ganze Buchhaltung? Und wenn man dann, ich habe erst vor kurzem aufgrund meiner kleinen Blaupause, die ich da ja auch so als Freebie rausgebe, Mandantenunterlagen geschickt bekommen, die waren perfekt aufbereitet, die waren super, die konnte man echt schön wegbuchen. Und das ist natürlich dann toll, wenn Sachen einfach umgesetzt werden und die Sachen dann funktionieren, sowohl für mich, weil ich sie toll buchen kann, weil nichts fehlt, alles gut strukturiert ist, und natürlich auch für den Mandanten, der dann entsprechend halt seine betriebswirtschaftliche Auswertung bekommt, seine Zahlen bekommt und wir die dann durchsprechen können. Ja, und gemeinsam aus meiner Sicht hat man dann auch selber als Mandant beziehungsweise als Unternehmer selber die Hand auf seine Unterlagen. Man versteht viel mehr, was passiert, wenn einen wirklich gut für einen normalen Menschen gut strukturierte Workflow da ist. Weil wir denken ja nicht immer in der Struktur von Steuermenschen. Und deine Blaupause, nennst du schön, ist ein wunderbares Beispiel, jetzt sind wir beim Marketing, für ein sogenanntes Freebie. Ein wunderbares Beispiel, weil es ein Instrument ist, was du verschenkst an Menschen, die sich mit Steuern oder mit Buchhaltung beschäftigen möchten und dann vielleicht deine Kunden werden. Ein Instrument, was es sowohl für den, der es bekommt, eine Wahnsinnsarbeitserleichterung ist, aber auch für dich. Und die dritte Komponente, die für mich ein Freebie haben sollte, damit es auch funktioniert, ist, ihr merkt beide, passt ihr zueinander oder eben auch nicht. Ist das so ein bisschen das, wie du es auch erlebst? Ja, das ist schon so, wie ich es erlebe. Und das, der Punkt ist ja der, ich möchte dieses Thema Buchhaltung eben so leicht und verständlich rüberbringen und eben die Leute an die Hand nehmen und sagen, hey, es ist eben nicht so kompliziert, wie man es vielleicht oft im Hinterkopf hat, dass es kompliziert ist, sondern es kann eben auch ganz leicht sein, wenn man, wie du sagst, seinen Workflow so gefunden hat für sich selbst. Und dafür habe ich eben diese Blaupause auch gemacht gehabt. Weil es mir persönlich war es auch leid, ehrlich gesagt, so Schuhschachteln zu sortieren, wenn die Leute dann kommen. Also tatsächlich habe ich schon Mandanten gehabt, die alles in der Schuhschachtel, ich hatte mal einen Gastronomen, der hat alles in der Plastiktüte rein, und dann warst du erstmal stundenlang beschäftigt, um diese ganzen Unterlagen so in den Griff zu bekommen, dass du sie buchen konntest. Und das ist natürlich so, da ist mir meine Zeit zu schade und der Mandant will es ja auch oft dann gar nicht zahlen. Und es fehlen dann auch tausende Dinge. Also es ist einfach kein schönes Miteinander und man kommt eben auch nicht auf einen grünen Zweig dann. Mhm. Und da ist halt meine Erfahrung, dass wenn man eben von Anfang an weiß, wie funktioniert es, dass man dann eben da ganz gut zurechtkommt. Und wie gesagt, die Erfahrung jetzt aufgrund dessen, dass ich diese Blaupause gemacht habe, ist eigentlich durchweg positiv. Ja, und dieses, wie funktioniert es von Anfang an, ist ein wunderbares Stichwort. Fangen wir mal von Anfang an ein, wenn ein Einzelunternehmer gründet, was sind die größten Fallstricke, die wir da haben? Also die größten Fallstricke sind eigentlich, dass man sich eben am Anfang nicht mal die Zeit nimmt und so diesen Workaround, diesen Workflow für sich selber eben findet für das Thema Buchhaltung. Die meisten greifen dann an und starten und wollen Umsatz machen, wollen mit Leuten also ihre Produkte, ihre Dienstleistungen verkaufen, was ja auch grundsätzlich richtig ist. Aber es ist dann oft so, dass sich die Sachen stapeln und dann legt man sie irgendwo hin auf einen Stapel und der Stapel wird größer und größer und größer und irgendwann muss man dann doch hergehen und diesen Sachen dann irgendwie auseinanderpflücken und irgendwo in eine gewisse Ordnung bringen oder zumindest irgendwelche Zahlen sich in seiner Buchhaltung zurechtsuchen. Und das ist aus meiner Sicht so der größte Punkt, wo man sich einfach am Anfang
diese Struktur mal schaffen sollte, weil wenn es im Kleinen funktioniert, wenn ich vielleicht noch 10, 20 Belege oder so im Monat habe, dann funktioniert es natürlich auch im Großen, wenn ich 200 Belege irgendwann mal habe oder vielleicht Mitarbeiter habe und vielleicht mich auch nicht mehr selber um das Thema kümmern möchte oder kann. Ja, und dieses Thema ist so unglaublich wichtig, weil die meisten kommen ja aus dem Angestellten-Dasein. Also ich kenne nicht ganz so viele, die vorher schon, wie du jetzt durch die Mutter Selbstständigkeit erlebt hat. Das ist natürlich ein ganz anderer Stand, wo man dann anfängt. Aber wenn wir aus dem Angestellten-Dasein kommen oder aus viele Jahre Familienzeit und dann mit der Selbstständigkeit einsteigen, haben wir überhaupt gar keine Ahnung, worauf wir gucken könnten. Was war da deine Idee zu sagen, hey, ich brauche eine andere Art und Weise, Menschen frühzeitig zu unterstützen? Wie bist du da vorgegangen? Im Prinzip habe ich mir eigentlich gedacht, was brauchen eben Leute, wie du sagst, die eben aus dem Angestelltenverhältnis kommen. Ich kenne auch viele, die eben 20, 30 Jahre lang irgendwo in einem großen Konzern waren und dann dort gekündigt haben, rausgegangen sind oder eben zum Beispiel auch nach Elternzeit gesagt haben, sie wollen sich selber verwirklichen, sie wollen so ihr Herzensbusiness finden. Und da ist es natürlich mitunter manchmal schwer, wenn man 20 Jahre lang im Angestelltenverhältnis war, so das Thema, wie sortiere ich was, was ist wichtig, wie lese ich denn eine betriebswirtschaftliche Auswertung und so weiter, was sind wichtige Kennzahlen, mir das eben anzueignen. Und das war eigentlich so der Punkt, zu sagen, die Grundlage dessen ist natürlich erstmal, dass ich weiß, was muss ich sortieren, was muss ich aufheben, wie muss ich sortieren. Und dann geht es natürlich sukzessive weiter. Und da begleite ich natürlich auch dann meine Mandanten darin auch und auch meinen Instagram-Kanal zum Beispiel, die Leute da in die Hand zu nehmen, so mit kleinen Tipps an die Hand zu geben, dass die das Ganze dann umsetzen können und eben merken, mir ist immer ganz wichtig, dass die merken, okay, das kurze, knackige Tipp, der mich eben weiterbringt und wo ich einfach dann, wo es Klick im Kopf macht und wo ich sage, ja, das funktioniert jetzt einfach ein für alle Mal. Ja, und das war jetzt der zweite Punkt, als ich dich kennenlernte und wir unser erstes so ja auch, ich will mal wissen, wer du so bist, Gespräch hatten, sozusagen unsere virtuelle Kaffeepause, hat mich das sofort begeistert. Wir haben alle so ein, nein, nicht alle, aber viele Menschen haben ein verstaubtes Bild, nenne ich es jetzt mal, vom Buchhalter und auch vom Steuerberater. Und jetzt ist da einer, der macht Marketing aufs Feinste, der macht wirklich, hey, ich überlege mir, was die Menschen, die ich ansprechen möchte, brauchen, erstmal jenseits vom Geld, und auf welchen Kanälen erreiche ich sie? Also Instagram und richtig gute Buchhaltungssteuerfachinfos zu geben, denkt man hier erstmal nicht unbedingt so zusammen. Dann weiß ich, du hast einen Podcast. Und ja gut, du bist auch auf Facebook aktiv und machst Online-Kurse, ja, also so die ganze Palette, die ins originäre Berufsbild eigentlich nicht hineingehört. Und ihr hört schon dieses Hinweiswort eigentlich. Warum ist es aus deiner Sicht, du bist ja auch selbstständig mit deiner Dienstleistung, ja nicht angestellter Buchhandlung, das ist dein Business. Warum ist es heute so wahnsinnig wichtig, diese neuen Kanäle, diese Social-Media-Kanäle, sich anzuschauen und zu entscheiden, möchte ich sie bedienen und wenn ja, wie ist mein Weg? Warum ist es für dich so wichtig? Also muss man vielleicht dazu sagen, ich war schon immer, vielleicht kommt es von meinem Vater, der war so ein Alt-68er, also bin immer schon so ein bisschen der Revoluzzer gewesen, sieht man ja auch an den langen Haaren, ist ja heute nicht mehr so gang und gäbe. Ich habe seit ich 14 bin, lange Haare oder habe sie mir damals wachsen lassen. Und gibt natürlich viele, die sagen, schneide sie dir ab, gerade eben in diesem Berufszweig, wo du bist, kommst du eben nicht seriös genug rüber. Die Erfahrung habe ich jetzt die letzten 20 Jahre ehrlich gesagt nicht machen können. Die meisten oder eigentlich alle, die ich betreut habe und beraten habe, die kommen und die sind auf kommen wegen meiner Art, wie ich es eben erkläre, weil ich es, glaube ich, auch ganz gut erklären kann, die Dinge und so weiter. Also deswegen, ja, so viel zu dem Hintergrund vielleicht. Und deswegen habe ich mir natürlich auch gedacht, was kann man eben machen, dieses verstaubte Business, sage ich jetzt mal, so ein bisschen, ja, up-to-date zu bringen oder ein bisschen Leben da reinzubringen. Und da kam natürlich zum einen mal dieser Branding-Gedanke,
mit rein, weil es ja immer heißt, also gerade in diesem Bereich Marketing, du sollst eine Personenmarke aufbauen. Und ich glaube, das ist eben, dass die Leute kaufen eben nicht bei dir oder bei mir, weil sie unsere Produkte oder Dienstleistungen gut finden, sondern eigentlich, weil sie uns gut finden. Also ich glaube, da ist schon sehr, sehr viel dran, dass Menschen bei Menschen kaufen. Und deswegen versuche ich mich natürlich authentisch und ehrlich auch zu zeigen, rüberzubringen, was ich vermitteln möchte. Ja, dieses Online-Marketing-Thema oder überhaupt Marketing hat mich schon immer interessiert. Ich war schon immer auch sehr innovativ. Wir haben in der Kanzlei von meiner Mutter immer schon die neuesten Dativ-Programme gehabt, waren Pilotierer und so weiter, weil wir immer das Neueste haben wollten. Ich das wollte und meine Mutter da Gott sei Dank mitgezogen hat. Und ja, das glaube ich zieht sich einfach so durch, dass ich sehr innovativ aufgestellt bin, sehr neugierig bin und die Technik einfach mal ausprobieren möchte. Es ist ja oft so, dass es an diesem Tun dann scheitert und ich glaube, das ist eben so einfach mal tun, einfach mal machen und mal schauen, was passiert. Ob dieser Instagram-Kanal jetzt zum Beispiel in 2-3 Jahren noch besteht, kann ich jetzt natürlich auch nicht sagen, weil sich die Technik und so das ganze Internet natürlich sehr schnelllebig verändert. Aber für mich ist es eine tolle Sache. Ich kann mit Menschen in Kontakt kommen, mit tollen Menschen, habe sehr, sehr viel Kontakte da schon knüpfen können. Und für mich hat jetzt Instagram zum Beispiel immer besser funktioniert als beispielsweise Facebook. Also auch bei Instagram muss man zwar schauen, dass man Reichweite und Community aufbaut und so weiter, dass man da reinkommt, aber ich glaube, ich bin auf einem ganz guten Weg und das Thema ist natürlich so ein Nischenthema, wo auch nicht jeder danach sucht oder wo es auch schon etwas schwieriger ist, einfach diese Sichtbarkeit, in diese Sichtbarkeit zu kommen und Reichweite aufzubauen. Ich glaube, darum geht es auch bei vielen, wenn ich mir so die Internetseiten von oft auch Steuerberatern anschaue. Ich habe das letzte Mal irgendwo was gelesen, die ein Drittel oder was hat noch immer keine. Ich glaube, die hinken einfach der Zeit hinterher und ja, es verändert sich ja auch alles. Das sagen ja auch die ganzen Berufsverbände von uns, sagen das ja, dass sich alles verändert. Auch das Thema Buchhaltung wird sich verändern durch diese künstliche Intelligenz, also durch die Rechner, die da immer mehr automatisiert machen können. Aber ich glaube, dass der menschliche Gedanke, diese menschliche Verbindung trotzdem bleiben wird. Und das ist mir eben auch ganz wichtig, dass ich mit Leuten zusammenarbeite, die auf einer Wellenlänge sind und wo wir einfach gut kommunizieren können auf ehrlicher und wertschätzender Art und Weise. Ja, und der zweite große Vorteil unserer virtuellen Welt ist natürlich, du bist nicht mehr abhängig von den Menschen bei dir vor Ort. Du kannst wirklich, ja, ich weiß nicht, ob du deutschlandweit oder dachweit arbeitest. Also, genau. Da haben wir viel mehr Möglichkeiten durch diese wunderbare virtuelle Welt und natürlich auch, dass sich unser Steuerwesen und die Tools, du hast eben DATEV angesprochen, auch die sich ja mit verändern. Und für uns genau. Online-Unternehmer, hast du noch ein anderes Tool entdeckt? Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, das ist aber auf meiner Tool-Liste ganz, ganz, ganz weit oben. Ein Tool, womit es uns viel leichter wird, diese vielen Rechnungen, die wir bekommen über die Online-Portale, die ja die Buchhaltung echt immer mühsam machen. Wo kriege ich welche Rechnung her? Passt es jetzt? Passt es nicht? An der Stelle habe ich immer schon gar keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Ja, da würde ich sagen, wie schön war das früher, wo ich Mitarbeiter hatte. Und da gibt es jetzt ein Tool. Kannst du da mal 2 Sätze zu sagen? Ja, klar, gerne. Im Prinzip musst du noch gar nicht Online-Unternehmer sein, sondern für ganz viele Unternehmer, ich habe ja auch viele, die jetzt nicht unterwegs sind im Mandantenkreis und auch die nutzen dieses Tool. Das ist ein Tool, nennt sich Get My Invoices und funktioniert eigentlich so, dass das Tool aus allen verschiedenen Kundenportalen, wo man sich einwählen muss, ich sage jetzt die ganzen Telekommunikationsanbieter oder Druckereien, Internetdienstleister, überall da, wo man sich halt aktiv einwählen muss, um seine Rechnung runterzuladen, gilt natürlich für Facebook und Google genauso, das automatisiert eben diesen Vorbereitungsschritt, dass das Ganze eben alles automatisiert passiert und dann sozusagen alles in einem Topf landet und dann kann man natürlich entscheiden, ob man jetzt seine Buchhaltung selbst macht und damit mit diesen Belegen dann weiterarbeitet oder das eben dann outsourced an den Steuerberater oder Buchhalter. Aber das Tool ist eins der
innovativsten und besten Tools aus meiner Sicht jetzt, die es die letzten Jahre da in dem Zusammenhang gegeben hat, weil es eben genau diese lästige Arbeit, die du auch ansprichst, Anke, eben automatisiert macht, und du kannst da auch deine E-Mail-Adresse scannen lassen, dann scannt er immer wieder die E-Mails, ob er da Rechnungen findet, also ein echt tolles Tool und mit sehr, sehr vielen Schnittstellen an ganz viele unterschiedliche Buchhaltungsprogramme und ja, also wirklich eins der besten Sachen, und ja, muss ich echt sagen, und da habe ich jetzt auch für Leute, die daran interessiert sind, die aber jetzt mit der Technik jetzt nicht so ganz vielleicht affin sind, auch so einen kleinen Online-Kurs, wo ich die Leute Schritt für Schritt da an die Hand nehme und denen dann so circa einer Stunde eben zeige, wie sie das alles einrichten, sodass man wirklich danach ein System hat, was steht. Und das ist eben so der Punkt. Die Blaupause ist eher so für den Anfang, wenn du offline noch viel unterwegs bist und das sortieren möchtest, was völlig okay ist, finde ich. Also musst ja nicht immer auf diese Digitalisierung aufspringen, wenn du es nicht willst. Das andere ist natürlich, diese umzusetzen in die Online-Welt, und da ist dieses Tool auf jeden Fall sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja, und weil du vorhin angesprochen hast, noch eins zu dem Thema vielleicht, was die Freiheiten angeht oder die Möglichkeiten der Digitalisierung, das ist natürlich definitiv so. Früher war man so ein bisschen lokal beschränkt auf die Stadt München oder auf den Ort, wo man eben wohnte. Und heutzutage kann man eben ganz viel deutschlandweit machen. Ich meine, ich kann jetzt nur deutschlandweit betreuen, wobei meine Online-Kurse oder so können natürlich Österreich oder Schweiz auch kaufen, oder weil da ist die Technik ja entscheidend. Aber das ist eigentlich auch so das Thema, warum ich diesen Beruf liebe, weil es letztendlich egal ist, von wo aus ich arbeite mittlerweile. Durch die Technik ist es völlig egal, wo ich arbeite, wann ich arbeite, auch oft. Und das macht natürlich das Familienleben, sage ich mal, mit Frau und zwei kleinen Mädeln auch um einiges einfacher und lebenswerter, sage ich mal. Mhm. Ja, und das ist natürlich auch etwas, wo du auch so ein Vorreiter deiner Zeit mit bist, ja, also dieses neue Väterbild auch, Arbeit und Familie in einen ganz anderen Arbeitslebensflow zu bringen. Und ich unterhalte mich viel mit Menschen, die gerne arbeiten, die auch gerne viel arbeiten, die da überhaupt gar kein Feindbild haben. Aber sie möchten es so machen, dass es eben auch familiengerecht ist. Und da haben wir in der heutigen virtuellen Welt einfach viel mehr Möglichkeiten, als es jemals zuvor war. Und wir leben damit natürlich auch unseren Kindern was anderes vor, ja. Das stimmt. Ich glaube, dass die Zeit sich da einfach wirklich total verändert hat. Also wenn ich mache ja auch sehr viel Personalabrechnungen, also Lohnabrechnungen von Unternehmern. Da ist das Thema Homeoffice und so weiter, virtuelle Arbeitsplätze, wird immer brisanter und immer aktueller, sage ich jetzt mal, weil eben auch da die Angestellten auch im Unternehmen dieses Thema Freiheit nutzen wollen, dieses Thema Work-Life-Balance mit Familie und so weiter nutzen wollen, um da eben nicht immer jeden Tag irgendwo hinzufahren und dann nach 8 Stunden wieder heimzufahren. Und da, glaube ich, hat sich diese Zeit deutlich verändert. Nicht, weil wir weniger arbeiten wollen, wie du schon sagst, sondern bei mir ist es auch oft so, dass ich dann abends halt noch bis spät abends arbeite, wo dann alles im Bett ist. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, was wir wirklich den Leuten oder unseren Kindern da vorleben können, dass eben Arbeit nicht unbedingt Verzicht auf Freizeit oder auf Familie sein muss. Und mein Ding ist halt, jetzt habe ich zwei kleine Kinder, diese werden ja auch irgendwann größer. Irgendwann sagen die, hey, Papa, du kannst in die Arbeit fahren oder wir brauchen dich nicht mehr, weil wir den ganzen Tag unterwegs sind. Aber wenn sie noch klein sind, da ist es, glaube ich, echt entscheidend, dass man auch die Zeit ja nutzt und die Zeit ist intensiv mit den Kindern verbringt, weil sie vergeht eh so schnell. Ja, unbedingt. Und über die Kinder bekommen wir so viel Ehrliches gespiegelt, so viel, wie man die Welt anders sehen kann. Das ist ja so das Geschenk, was wir über Kinder bekommen, was wir bei den eigenen, ist es ja am Anfang eher anstrengend, die Omas und Opas, die dann sozusagen die Großelternrolle haben, die ist ja nochmal eine andere, aber immer wieder aus diesem Kinderblick ein Stückchen innehalten zu können,
Kopf bin ich jetzt hier eigentlich? Und ja, wenn so ein kleines Mädchen, ein kleiner Junge an der Hand, der sagt, guck mal, da unter der Hecke ist eine Blume oder schau mal die Eidechse. Wie häufig gehen wir normalerweise dran vorbei? Ja, auch so unser inneres Kind, unsere Kreativität dadurch auch leben zu können und das mit den Kindern zusammen freigeben zu können, ist ja auch etwas, was wir uns nur unter Erwachsenen ja gar nicht so häufig erlauben. Oder, also ich muss mal sagen, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, ja, das, also weit von Erlaubnis entfernt. Und mit Kindern ist das so leicht, also so lebendig, so echt. Lebendig echt. Das stimmt, man sieht natürlich. Ja, man sieht natürlich die Welt einfach mit anderen Augen. Also das sehe ich jetzt bei meinen Kindern, wie die einfach durchs Leben gehen, auch total sorgenfrei. Das ist natürlich auch so ein Thema, was wir Erwachsene einfach nicht mehr haben, dieses sorgenfreie Leben eigentlich. Wir sind ja ständig irgendwo in Sorge um irgendetwas. Und ich glaube, da können wir viel von den Kindern lernen und sollten das auch natürlich lernen, dass wir uns da wieder ja den Grunddingen so ein bisschen besinnen oft. Ja, und das ist sehr schön, sich den Grunddingen zu besinnen und in der Kombination mit Geld. Wir haben ja eigentlich so in unseren Jahrgängen häufig gelernt, Geld und Sorgen ist eng verknüpft. Entweder hast du zu wenig oder du hast zu viel, da weißt du wieder nicht, was du damit machen sollst. Ja? Also irgendwie das Geld, das Thema Geld ist mit ganz vielen Dingen auch belastet, die nicht hilfreich sind. Und jetzt kommen natürlich mehrere Generationen in unserem ja doch wohlhabenden Deutschland ins Erwachsenenleben, die durchaus auch anders groß geworden sind. Natürlich gibt's auch ganz viel Armut, ne? Brauchen wir nicht schönreden. Aber eben auch sehr viele, die, wie du so schön sagst, sorgenfrei umgehen. Was macht für dich das Mindset am leichtesten, um natürlich mit Geld umzugehen, also mit der Energie des Geldes, die da sein sollte, die wir als Unternehmer auch brauchen, ja, sonst können wir weder die Familie ernähren noch für uns da sein und schon gar nicht für die Kunden, die wir erreichen wollen. Das geht dann auch nicht, ja, ist ja auch ein bisschen schade. Was für ein Mindset braucht es aus kleiner Sicht? Also ich glaube, das Mindset ist einfach so, dass Geld per se jetzt nichts Schlechtes ist. Und wenn wir, also ich bin jetzt sicherlich nicht der beste Verkäufer oder so, aber muss mich ja auch verkaufen, meine Dienstleistung verkaufen und das ist ja auch gut. Wenn wir jetzt gerade auf diese Social-Media-Kanäle schauen, da wird immer das Thema sehr heiß diskutiert. Ah, jetzt bringt er ein Jahr lang kostenlosen Content und irgendwann verkauft er einen Online-Kurs oder möchte irgendwas verdienen daran. Aber das ist ja per se nichts Schlechtes, weil erstens mal, wenn die Leute mir dafür Geld geben, weil ich irgendeinen Online-Kurs verkaufe, ich bin ja voll der Überzeugung, dass das was Gutes ist, was ich den Leuten da tue und die das weiterbringt, also wirklich die Transformation von A nach B, das ist ja mal das eine. Und das andere ist natürlich, wenn dadurch Geld reinkommt, kann man natürlich immer besseren und immer mehrwertigeren Content bieten. Und das ist, vergessen natürlich auch immer die Leute. Also das merke ich schon oft, dass man dann ja auch mit negativen Kommentaren umzugehen hat. Ah, jetzt wurde da was verkauft oder will er da eben was verkaufen. Aber ohne dem funktioniert es halt nicht. Ich meine, früher war es ein Tauschhandel. Irgendwann halt dann dieses Thema Geld da einfallen lassen, aber wie gesagt, per se ist Geld ja nichts Verkehrtes und wie du schon vorhin gesagt hast, wer zu wenig hat, ist nichts, wer zu viel hat, ist auch nichts und es wird einem ja auch immer von diesen Coaches und Beratern, die so dieses Thema Money Mindset haben, erzählt, dass egal, ob du jetzt viel oder wenig Geld hast, die Probleme bleiben eigentlich die gleichen, sie verändern sich nur vielleicht ein wenig, also insofern, das ist glaube ich was wir wo wir hinkommen müssen, dass eben Verkaufen gut ist, wenn wir voll hinter dem stehen, was wir tun, wenn wir der Meinung sind, wir bringen die Leute weiter. Also Stefan Behrer zum Beispiel ist ja da einer der Autoren, die so wirklich dieses Thema Verkaufen auch, muss nichts Schlechtes sein, sondern eben genau das Gegenteil bewirken, so in die Welt reinbringt. Und ich glaube, darum geht es eben, dieses, auch als Unternehmer musst du ja auch dieses Money-Mindset haben. Du musst, das ist ja oft das Thema, gerade von kleinen Freelancern, von Selbstständigen, die müssen ja alles irgendwie so ein bisschen können. Du musst eben dich verkaufen können, du musst aber auch das Thema Finanzen im Griff haben und
das Thema Buchhaltung im Griff haben, all diese Dinge. Aber wenn du das alles ja richtig reinbringst, richtig deine Linie findest, dir vielleicht auch mal irgendwo Hilfe holst, dann glaube ich, ist dieses Money-Mindset-Thema und dieses Thema, dass Geld eben gut ist, wenn es auch da ist und man eben auch ja Gutes tun kann damit, nämlich eben Sachen verkaufen, Dienstleistungen verkaufen, die Leute weiterbringen. Ich glaube, da geht es eben darum, also ich bin jetzt auch keiner, der diesen ganzen Online-Marketern, die oft so marktschreierisch durch die Gegend laufen und irgendwelche Hochpreis-Coachings verkaufen, die können alle gut sein, aber da muss man, glaube ich, sehr aussortieren, an wen man da auch kommt wie gut oder derjenige es wirklich mit einem meint. Das ist, glaube ich, so das Thema. Aber wie gesagt, Geld ist wichtig und sonst können wir unsere Familie, unsere Kinder auch nicht ernähren. Und ich glaube, man darf eben nichts Schlechtes daran sehen. Aber genau. Es auch nicht zu überbewerten. Ja, und also wirklich wunderbar, dass du auch so ein vehementer Fürsprecher fürs Verkaufen bist. Das trifft natürlich gleich in mein Herz, ja, Abenteuerkunde. Weil natürlich, wenn wir schon nicht davon überzeugt sind, dass wir eine gute Dienstleistung haben, wie bitteschön soll es ein anderer merken? Sind wir davon überzeugt, genau, und verstecken uns, wie soll es ein anderer merken? Und das ist jetzt unabhängig, ob ich lokal arbeite, ob ich online arbeite, ob ich ein Dienstleistungsbusiness habe oder Produkte habe, ob ich mit der Hand am Kunden bin, nur wie die Therapeuten ja auch häufig machen, ob ich hier mit ganz sensiblen Dingen arbeite, wo es wirklich einen gemeinsam umbauten Raum braucht, eben ja den Beratungsraum, den Strategieraum, den Therapieraum, ja, oder den schönen Entspannungsraum, weil Yoga vor der Kamera ist nett, wenn ich es für mich alleine mache. Im Zusammen mit der Yoga-Lehrerin, mit den anderen in einem Raum, hat eine ganz andere Energie. Ja? Beides ist gut. Und für all diese Dinge heißt es für uns Unternehmer immer wieder, ja, Hand aufs Herz. Ja? Also weit vor Merat habe ich den Köhler gelesen, Love Selling. Und doch ganz viele andere, die genau da sind. Hand aufs Herz, erzähl es den Menschen. Gib ihnen die Chance, überhaupt zu erleben, dass es dich mit deinen Dienstleistungen gibt. Und gib dir und den Menschen die Erlaubnis und die Klarheit, Nein zu sagen. Das ist eine Antwort. Das ist ein Ergebnis. Ja. Und wir haben so häufig gelernt, oh, du beim Verkaufen, du darfst kein Nein und dann musst du dies und jenes machen. Bullshit. Wenn es ein ehrliches Nein ist, wunderbar, dann kann man sich weiter in die Augen gucken, kann weiter den Cappuccino zusammen trinken und gut ist. Und vielleicht in 2 Jahren passt das Angebot. Vielleicht passt es für die Nachbarin, ja, für einen Freund der Freundin, nur nicht für diesen Menschen. Das wissen wir doch alles nicht. Und nochmal zum Geld. Ich glaube, das ist auch so, dass gleich nochmal ganz kurz zum Geld zurück, dann ja. Verbindest bitte, ist, wenn wir uns diese Haltung gönnen, ja, also es ist jenseits von Erlauben, es uns gönnen und diesen Raum auch einnehmen, dann darf ja das Geld auch, ja, von den Kunden gerne zu uns wandern, weil die möchten uns auch was zurückgeben für das, was wir ihnen geben. Ja, natürlich wird in der heutigen Zeit immer noch mal um Preis gezappert. Ja, das sind wir konditioniert, das passt, das gehört ins Ritual, nenne ich das immer. Da brauchen wir wieder eigene Klarheit. Und wenn das aber kommt, dann, und ich es dann auch möchte, dann kann ich mir ja Dienstleister überhaupt erst leisten, bis hin zu eigenen Angestellten. Schon schaffe ich wieder Mehrwert, schon schaffe ich Arbeitsplätze oder für andere Freelancer Einnahmequellen. Und das ist für mich wie Steinchen schmeißen. Das ist so dieses wunderbare Stein ins Wasser ditschen auch. Das gibt viele verschiedene Ringe. Ja, das war nochmal zum Geld und die Wirkung, wenn wir in diese Haltung gehen. Florian, ich hätte dich... Okay. Ja, da weiß ich zwar jetzt nicht mehr, was ich sagen wollte, aber ich glaube, das ist eben genau so, wie du sagst, mit dieser... ich erlebe das ja auch und gerade das Thema Buchhaltung finde ich auch... oder betriebswirtschaftliche Zahlen ist was, du musst dem... Da muss man auf einer Wellenlänge schwimmen. Ich habe auch... Und auch ehrlich kommunizieren. Ich hatte letztens auch einen Anruf von jemandem, der in diesem Bereich Kryptowährung und so weiter unterwegs ist. Dann habe ich ehrlich gesagt, bin ich jetzt raus. Also ich bin jetzt nicht der Kryptowährungsexperte, möchte es auch nicht sein. Da gibt es ganz andere.
die das machen können. Und da ist aber dann auch so, ich habe dem einfach jemand anderen empfohlen und gesagt, ruf doch da mal an, vielleicht kann der dir einfach weiterhelfen. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, diese Konkurrenzdenken, das wir oft so versteift in uns haben, wir wollen nichts abgeben oder so, sondern man kann ja mit der Konkurrenz sozusagen zusammenarbeiten und sagen, hey, da bist doch du der bessere Experte als ich. Dann ist der Kunde zufrieden und die Konkurrenz sozusagen auch. Also, und dieses Thema ist eben, wie gesagt, man muss da auf einer Wellenlänge schwimmen. Und was ich auch aus meinen Mandantenerfahrungen so rausbringe, in den letzten Jahren viel gelernt habe, man soll sich auch nicht unter Wert verkaufen. Wenn es einfach nicht passt und wenn es eben jemand ist, der um jeden Cent, sage ich jetzt mal, feilscht, dann passt es vielleicht eben auch nicht. Also ich bin sicherlich keiner, der, wenn wir eine Coachingstunde über deine Businesszahlen machen oder so zum Beispiel über Zoom, der jetzt da bei einer Stunde 15 oder der Stunde 10 dann so abrechnet, sondern ein bisschen klar. Wir sind ein Dienstleistungsbetrieb, ein bisschen Service gehört dazu, aber es gibt da natürlich auch Mandanten, die jeden Tag 10 Minuten anrufen und sagen, ey, ich habe hier mal eine Frage, ich habe da mal was. Dann muss ich natürlich sagen, kann ich mich um alles andere nicht mehr kümmern und dann muss ich auch dann dem irgendwann mal verklickern, dass er da auch was dafür entrichten muss irgendwann. Genau, die Service-Hotline biete ich gerne an, gib Preis X, darfst du gerne buchen oder eben auch nicht. Genau, so ist es. Ja, Florian, dieses ganze Thema Buchhaltung haben wir eben am Anfang besprochen und dann gibt es ja in so einem Unternehmerleben immer nochmal die Phase, wenn es gerade richtig losgeht, so richtig rollt, so richtig Spaß macht, ne? Wo ganz viele Kunden kommen. Wo ist da die größte, die Knacknuss im Punkt auf Buchhaltung und Steuern? Ich glaube, dass es da eben, deswegen habe ich vorhin gesagt, wenn es im Kleinen funktioniert, dann wird es auch im Großen funktionieren. Und das heißt, wenn man sich eben da im Vorfeld schon mal, wenn man klein war, sich die Gedanken gemacht hat, wie funktioniert meine ganze Buchhaltung, wie funktioniert der ganze Workflow, was steht in meiner BWA drin, welche Zahlen sind für mich effektiv wichtig, dann kann ich das natürlich auch im Großen. Und der große Fehler ist dann eben, dass man dann irgendwann sagt, ah, ich habe zu viel Arbeit, ich kriege zwar vielleicht von meinem Buchhalter oder Steuerberater die betriebswirtschaftliche Auswertung zugeschickt, aber eigentlich hefte ich sie nur irgendwo ab oder lege das E-Mail ab, aber anschauen tue ich sie mir nicht. Und dann kommt irgendwann dann doch so der Punkt, spätestens wenn man dann beim Steuerberater einen Jahresabschluss machen lässt oder so, wo die Leute dann oft sagen, das habe ich verdient, das habe ich an Umsatz oder Gewinn gemacht, das habe ich irgendwie gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Also, und da glaube ich, ist es auch so das Thema, dass da sind wir wieder bei diesem Money Mindset, dass man sich eben im Vorfeld Gedanken macht und eben auch nicht diese Investition in einen Steuerberater oder auch in die betriebswirtschaftliche Beratung, die ich zum Beispiel meinen Mandanten biete, nicht scheut und sagt, sondern ich investiere jetzt eben mal so eine Coaching-Stunde oder Coaching-Session, das kann ja auch ein bisschen länger dauern, bis man dann durch ist, um dann eben auch zu wissen, wo steht man. Und viele kommen dann eben zu mir, die sagen, ich kriege zwar tausende von Auswertungen immer zugeschickt, aber ich verstehe sie eben nicht. Und das ist eben genauso der Punkt, wo man eben eingreifen muss und sich frühzeitig Gedanken machen muss, was steht denn da drin? Und da gibt es natürlich auch ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Oft sind diese Standardgeschichten, wenn ich jetzt so eine Standard-BWA anschaue, nicht für jeden Unternehmer genau das Richtige, sondern da kann ich ja dann auch mit den Leuten sprechen, die eben für mich tätig sind und sagen, kann man da nicht irgendwas Individuelles basteln, sodass das auf mein Business, jedes Business ist unterschiedlich, jeder Unternehmer ist unterschiedlich, dass es eben auf mein Business funktioniert und ich da ganz andere Dinge rauslesen kann, wie eben aus diesen Standardgeschichten. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo die Leute auch hergehen müssen, einfach in die Kommunikation gehen müssen und sagen müssen, hey, gibt's denn da was, was besser für mich passt oder was können wir eben da, welche Stellschrauben können wir drehen, damit es eben besser passt? Ja, und aus meiner Sicht sind das jetzt mehrere wirklich große Knacknüsse. Das ist einmal überhaupt verstehen, was ist diese Zahlenwüste überhaupt, sieht ja immer gut aus. Das nächste Bilanz lesen können, ist ja, wenn man nicht weiß, wie es geht, woher soll man es wissen? Ja, also klar. Und man ist ja Unternehmer, man ist ja in einem ganz anderen Bereich oft.
tätig. Und versteht eben das nicht. Das ist ja nichts Schlimmes. Ich meine, ich bin auch kein Kfz-Mechatroniker und kann mein Auto reparieren. Da muss ich auch mir jemanden holen, der das macht. Oder wenn meine Heizung kaputt ist, kann ich auch nichts machen. Also. Genau. Und dann, was ich so erlebe, ist, was viele nicht auf dem Plan haben, vielleicht mal gehört haben, aber ja, auch diejenigen, die sich jetzt nicht gerne mit Geld beschäftigen, gerne auch verdrängen, ist, wenn wir jetzt gut Geld verdienen, heißt, Finanzamt kriegt mehr, heißt, Krankenkasse kriegt mehr, heißt, alles andere, was wir noch ja angelegt haben, müssen wir anders kalkulieren. Und auch da ist häufig so eine Krux drin, wenn man so nebenberuflich startet, vielleicht sogar noch beim Ehepartner sozialversicherungspflichtig gemeldet ist. Ja, man hat da so ein Bauchgefühl, ach Gott, ja, und da ist es sowas von wichtig, einfach nur wichtig, mit entweder dem Buchhalter oder dem Steuerberater deines Vertrauens, dich von Anfang an zusammenzusetzen und du erklärst dein Business, nicht umgekehrt. Das ist häufig so, was ich sage, ja, ich habe einen Steuerberater und dann wird dem gesagt, oder die Hoffnung ist, dass der gleichzeitig Unternehmensberater ist. Ja, nee, ist nicht immer so. Ja, und es liegt an uns, überhaupt erstmal zu definieren, was tun wir und wo wollen wir hin? Weil dann können ja Menschen wie du mit der Buchhaltung sagen, hey, und damit du das erreichst und du da an deinen Zahlen sehen kannst, ob du in Richtung deines Zieles wirtschaftlich arbeitest oder nicht, baue ich dir deins, wie du es brauchst. Das kann sehr diffizil in den Warengruppen sein, würde ich jetzt mal aus dem Handel sagen. Also in dem, womit verdiene ich überhaupt Geld und wo sind meine Verlustquellen? Um dann auch rechtzeitig sagen zu können, boah, das ist zwar mein Leidenschaftsthema, aber Geld verdiene ich damit nicht. Und dann kann ich entscheiden, mache ich es trotzdem weiter, weil ich es gerne tue? Und wie verändere ich es, damit es dann zumindest ja nicht nur Verlustgeschäft ist? Oder kann ich so verändern, dass es jetzt auch Geld bringt? Oder brauche ich es überhaupt noch? Kommt das nicht nur aus meiner alten Zeit? Und ich dachte, ach, das hat mir früher so viel Spaß gemacht, aber heute als Unternehmerin stehen ganz andere Dinge da. Das kann man ja mit diesen Zahlen ja wunderbar sehen. Also da liebe ich Menschen, diese Zahlenakrobaten wie dich, ja, die dann im Zweifelsfall eine Excel-Tabelle aufmachen und sagen, komm, lass uns mal zahlen, was willst du erreichen? Ich blubber daher und dann habe ich schon eine Zahl, die mir sagt, ah, guck mal, wenn du an der kleinen Schraube drehst, dann bist du unten viel besser. Wenn du das machst, was du mir jetzt erzählst, aus dem Bauch heraus, ist der Hebel nicht so groß. Und das ist so das, wo ich persönlich es liebe, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die ihre Leidenschaft in diesen Zahlenwelten haben, in der Buchhaltung, im Steuer, im Controlling, ja, was nicht meine Welt ist, aber ich für unabdingbar wichtig halte. Ich glaube, das ist so ein Thema, gerade weil du eben diese nebenberufliche Selbstständigkeit auch angesprochen hast. Viele hadern damit und sagen, dieses Thema Selbstständigkeit ist so ein großer Berg, was da auf mich zurollt. Ich weiß gar nicht, soll ich das machen, soll ich es nicht machen und dann doch nicht ins Handeln kommen oder dann doch stocken und sagen, ich lasse es lieber, weil ich eben so diese Themen nicht ja, abgehandelt habe oder nicht genau weiß, was ist da drin. Das ist eigentlich so der falsche Punkt aus meiner Sicht, weil die Leute sollen ja mit ihrem Herzensbusiness, mit dem, wofür sie brennen, wo sie den Leuten weiterhelfen können, sollen ja raus. Und das ist auch so ein bisschen was ich natürlich rüberbringen möchte, dass es eben dieser Schritt zwar schon ein großer ist, aber trotzdem die Leute natürlich, wenn man sie an die Hand nimmt und wenn man auch hier und da sich eben Gedanken zu dem Thema macht, das eben doch nicht so ganz groß ist. Was du natürlich sagst, klar muss die Business-Idee, die muss natürlich passen. Ich habe letztens ein Video gesehen, ein Internetvideo mit dem Felix Tönnissen zum Beispiel, da hat er genau das eben so gesagt, er ist ja auch so Gründerberater, dass die Leute eben nicht mit jedem Scheiß, sage ich jetzt mal, gründen sollen, sondern sich schon Gedanken machen sollen, ist damit auch Geld zu verdienen. Und das ist natürlich auch so ein Thema, klar. Wobei ich der Meinung bin, und da sind wir wieder auf dieser Digitalisierungswelt, auf der Welt der Online-Kurse, dass ganz, ganz viel in den Leuten schlummert, an Ideen, an Sachen. Und du musst ja nicht jeden erreichen können. Ich muss ja keinen Online-Kurs für 10.000, 20.000 Leute machen. Es reichen ja oft schon 500, wenn ich erreichen kann. Und
die tatsächlich meine Zielgruppe sind, sage ich jetzt mal. Und da ist es eben wirklich so, dass man eben auch dieses Online-Business wirklich nutzen kann, um seine ja, Möglichkeiten, seine Chancen da zu sehen, online Kurse zu verkaufen, den Leuten eben Mehrwert zu bieten. Ja, unbedingt. Und bei allem ist die Idee, die wir haben, tragfähig, heißt es ja schon so schön, ja oder nein, ist von der Entscheidung wesentlich komplexer geworden, als es früher war. Weil die Welt ist so verrückt und es gibt für so komische Sachen Menschen, die Geld in die Hand nehmen. Es ist für mich nicht mehr die Frage, ist die Idee tragfähig, sondern habe ich Zugang zu den Menschen, die bereit sind, dafür Geld zu zahlen. Und also nicht die Menschen, die es haben wollen und die es brauchen, sondern die bereit sind, dafür Geld zu zahlen. Das ist der Knackpunkt. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ja, und ich mache mir das so ganz verrückt oder ich spiele mal rum und schaue, was passiert, weil ich habe Spielgeld, machen, ausprobieren. Und wenn es nichts ist, verfeinern oder sein lassen. Und das ist etwas, das ist das alte Denken nicht hier. Ich glaube, das Thema, weil was du sagst, dass Menschen bereit sind, dafür Geld in die Hand zu nehmen, ich weiß nicht, ob wir da zusammen in einem letzten Zoom-Call mal waren, wo es um das Thema ging, Menschen haben schon Eiswürfel im Supermarkt gekauft. Und es ist wahr. Also es gibt ganz viele, die Eiswürfel im Supermarkt kaufen, statt dass sie selber in ihrer eigenen Gefriertruhe machen. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo wir oft falsch denken und sagen, es kauft ja eh keiner, aber es gibt für viele Sachen eben die Zielgruppe und die Leute, die eben Probleme haben. Und wenn wir dafür eben Mehrwert bieten und wenn wir genau diesen Leuten weiterhelfen, das Geld nicht schlecht ist, dann können wir unsere Sachen und Dienstleistungen, Produkte verkaufen. Dann können wir eben ja als Unternehmer die Welt einfach ein Stück weit besser machen. Und das muss ja nicht heißen, wir verändern die Welt komplett. Nein, das heißt ja, wenn du die Welt verändern möchtest, fang vor deiner Haustür an. Das tun wir damit. Wunderbar. Und es ist ein wunderschönes Beispiel der Eiswürfel. Ich liebe es tatsächlich, älter zu werden, weil ich kann mich tatsächlich erinnern, dass früher der Eiswagen durch die Straßen fuhr. Also nicht das Schleckereis, ne, sondern die dieses Tiefkühleis verkauft hatten. Und schaut einfach mal, was aus der Welt der Großeltern, Urgroßeltern an Werten wäre heute in einer anderen Form wieder, ja, was die Menschen sehnsüchtig erwarten. Und wo ist es nützlich? Wir leben in so einer verrückten Welt, also wirklich, wo dieses Alte immer wieder mehr kommt, wo wir eine Sehnsucht nach den alten Werten haben, sie wieder leben wollen und wo wir sie in die Moderne haben wollen. Wo wir eben nicht zurück wieder ins Mittelalter wollen, ja, sondern wo wir es in der Moderne leben wollen. Und das gibt so unendlich viele Möglichkeiten. Das heißt aber, und da bin ich ganz bei dir, das wird die künstliche Intelligenz in naher Zukunft nicht gelöst bekommen. Dafür braucht uns Menschen. Das ist unsere Fähigkeit, gemeinsam innovativ zu denken, gemeinsam sich auszutauschen. Da darf man auch mal jammern, wie blöd das ist. Weil wenn man das mit Menschen macht, die generell positiv getaktet sind, geht es erstens und zweitens kommen wir schnell raus mit neuer Energie und neuen Ideen, die unser Business noch tragfähiger und zukunftsträchtiger halten. Florian. Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort. Also ich glaube eben, diese Innovation und das Neue, die Technik, es heißt ja, dass wir die letzten 20 Jahre von dem, was an Technik so uns verändert hat, dass das ja nur ein ganz kleiner Müh ist sozusagen von dem, was die nächsten 20 oder 30 Jahre auf uns zukommt. Ich glaube aber auch, und da müssen wir einfach auch diesen Switch im Kopf machen und uns die Gedanken machen, dass wir eben nicht nur neu denken, nicht nur innovativ denken, sondern uns eben auch auf Dinge zurückschauen und denken, es war früher nicht alles schlecht. Vor allem dieses Thema Work-Life-Balance, dieses Thema Familie, das auch jetzt immer wieder am Kommen ist und aber auch dieses Thema Business. Also mir ist oft die Großkonzerne werden mir immer viel zu groß und zu stark und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir als kleine Unternehmer, dass wir als Freelancer sagen, okay, ich habe da eine Idee, ich habe da eine Produktidee und da starte ich jetzt einfach mal
weil es schadet der Welt überhaupt nicht, auch da ja rauszugehen, und die Möglichkeiten sind eben heutzutage, wie du es ja angesprochen hast, total vielfältig und total einfach, solche Dinge auch umzusetzen im Vergleich zu früher. Wunderbares Schlusswort, Florian. Ich sage ganz herzlichen Dank für alles, was du hier mit uns geteilt hast, die Infos, die du reingegeben hast. Und wenn du jetzt beim Zuschauen, entweder direkt oder in der Aufzeichnung, mehr von uns wissen willst, schreib uns an oder unter diesem Video. Schreib einfach, Florian und ich antworten gerne. Florian hat ganz viel zum Thema Buchhaltung zu sagen. Ich begleite bei deinem Businessfluss, damit du auch das erreichst, was du erreichen möchtest, auf deine ganz individuelle Art und Weise. Und wenn dir diese Schubi-Talks gefallen, teile sie bitte. Mein Anliegen ist, dass diese Dinge in die Welt kommen, dass die Menschen, diese Herzblutunternehmer, ob sie nun aus der Freude heraus oder aus der Not heraus selbstständig geworden sind, weil das gibt es ja, dass die bei sich bleiben können, Mut haben, ihren eigenen Weg zu gehen. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank für die Einladung.